Es ist ein Teilerfolg für das rechtsextreme Kompakt-Magazin vor dem Bundesverwaltungsgericht. In einem Eilverfahren hatte das in Falkensee ansässige Blatt gegen das Verbot geklagt und darf nun erstmal weitermachen. Im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes prüft das Gericht, ob die Klage offensichtlich erfolgreich sein wird. Das konnte das Gericht hier nicht feststellen. Es hat aber entschieden, dass offen ist, wie in der Hauptsache nach abschließender Prüfung der Umstände zu entscheiden sein wird. Rückblick. Am 16. Juli geht die Polizei mit mehreren Razzien, unter anderem in Falkensee, gegen Kompakt vor. Die Bundesinnenministerin hatte das Magazin verbieten lassen, weil es gegen Juden, Menschen mit Migrationsgeschichte und die freiheitliche Grundordnung hetze, so Faeser damals. Das Gericht bestätigt nun zwar, dass einzelne Beiträge Anhaltspunkte für eine Verletzung der Menschenwürde und die Rhetorik in vielen Beiträgen eine kämpferisch-aggressive Haltung gegen die Verfassung erkennen ließen. Ob diese Vereinigung aber den Verbotsgrund des Sich-Richtens gegen die verfassungsmäßige Ordnung erfüllt, kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden, hieß es heute. Im Klartext, das Gericht kann ohne Prüfung nicht sagen, ob einzelne Texte ein Verbot des gesamten Magazins rechtfertigten. Der Chefredakteur des Kompakt-Magazins, Jürgen Elsässer, feiert das heute auf X bereits als Sieg. Sieg, Sieg, Sieg! Wir können jetzt mindestens 2 bis 3 Jahre in Ruhe weiterarbeiten. Danke. Obwohl ein abschließendes Urteil im Hauptverfahren noch aussteht, fordert die dem Magazin nahestehende AfD in Brandenburg bereits politische Konsequenzen, vor allem für Landesverfassungsschutzchef Jörg Müller. Der Verfassungsschutz hat ja dazu gearbeitet, dass Kompakt verboten werden konnte. Und da stellt sich jetzt die Frage, welche Konsequenzen sind zu ziehen. Aber ich bin jetzt schon mal der Meinung, Herr Müller kann nicht im Amt bleiben. Fakt ist, vor allem die Bundesinnenministerin steht nun in der Kritik. Sie könnte zu leichtfertig ein Verbot eingeleitet haben. SPD und CDU werten die Entscheidung unterschiedlich. Ich bin davon überzeugt, dass Nancy Faeser richtig gehandelt hat. Und ich sag's nochmal, im Eilverfahren hat das Bundesverwaltungsgericht schon festgestellt, dass einzelne Beiträge eben nicht der demokratischen Grundordnung entsprechen. Das ist natürlich ziemlich problematisch, dass jetzt die, die hinter dem Kompaktmagazin stehen, diese Entscheidung als Erfolg feiern können. Das hilft auch nicht beim Vertrauen in Demokratie und Rechtsstaat. Das ist aber auch eine Fehleranalyse, die jetzt im Bundesinnenministerium erfolgen muss. Das rechtsradikale Magazin kann nun vorläufig wieder erscheinen. Wie es mit dem Verbot weitergeht, wird das Bundesverwaltungsgericht erst in den kommenden Monaten entscheiden.